Das frühere Partygirl Sarah Schätzel hat uns ziemlich erstaunt. Während sie vor Jahren noch mit Negativschlagzeilen durch die Presse geisterte, zeigt sie sich in unserer Reportage von einer wirklich ganz anderen Seite. Für ihren autistischen Sohn will sie sich eine neue, sichere Existenz aufbauen, fernab vom Rampenlicht. Sie plant ein Wohnwagenhotel in Las Vegas. Dabei sollen ihr ausgerechnet Ex-Kriminelle helfen. Ob die Alleinerziehende dieser Herausforderung gewachsen ist, Frank Fastner und Oliver Ziegler mit dem zweiten Teil der Reportage. Sarah Schätzel überrascht uns mit einem ungewöhnlichen Plan. Ich mache ein kleines Mini-Bed and Breakfast auf. Und einem riesigen Herzen. Mit einer Handvoll Ex-Krimineller und ehemaliger Drogenabhängiger will sie sich eine Zukunft schaffen für sich und ihren kranken Sohn Luis. Luis hat halt gute und schlechte Tage. Und ich will halt mit ihm zu Hause bleiben können, wann immer er mich braucht. Kann Sarah Schätzel ihr Partygirl-Image endgültig hinter sich lassen? Gelingt ihr der Neustart für 140.000 Euro oder wird es ein Fiasko am Rande des glamourösen Las Vegas? Las Vegas, hier fließt das Geld. Casinos und Luxushotels, wo man hinschaut. Fährt man wenige Minuten weiter Richtung Stadtrand, erlebt man das ruhige Las Vegas. Hier soll Sarahs Pension entstehen. Wochenlang wurde gehämmert, gesägt und viel getragen. Fast drei Wochen nach Baubeginn hat sich einiges getan. Sarahs neues Reich erstrahlt in Hellblau. Die Wohnwagen stehen da, wo sie hingehören. Aber das war's dann auch. In wenigen Stunden kommen die ersten Gäste, denn heute ist der Öffnungstag. Doch auf dem Grundstück herrscht das reinste Chaos. Baustellenfeeling statt Urlaubsflair. Und wo ist Sarah überhaupt? Sie musste schnell noch meterlange Rohre besorgen. Kaum zurück erwartet sie ein dickes Problem. Ich habe 5 neue Rohre gekauft. Die brauchen wir alle für da drüben. Wir müssen aber auch noch hier ein Rohr verlegen und noch ein anderes da drüben, um das zu verbinden. Ich komme gerade von meinem Einkauf zurück und Shen sagt mir jetzt, wir brauchen noch mehr. Wir haben hier Rohre, die müssen wir natürlich verlegen von den Trailern zum Haus. Für Abwasser, für Warm- und Kaltwasser und für Strom. So, jetzt aber 3 Stunden, bevor die Gäste ankommen und es ist immer noch nicht fertig. Das Wichtigste war, diese Kanäle zu graben und das dann da reinzumachen. Aber ich kriege hier ganz mixed messages die ganze Zeit. Also verschiedene Ansagen? Ja, verschiedene Ansagen. Einer sagt, wir brauchen mehr Rohre, der andere sagt, nein, wir brauchen nicht so viel Rohre. Dann renne ich los im Baumarkt, hole da 8 Meter lange Rohre und so einen Scheiß. Und dann komme ich hier an und jeder sagt, ja, warum, warum, warum? Ist natürlich ein bisschen, irritiert mich jetzt ein bisschen. Ich kann jetzt nicht weg, jemand anderes muss fahren. Okay, ich fahre. Das müssen wir so machen, weil unsere Putzhilfe schon auf dem Weg ist und sie muss zusammen mit mir sofort loslegen und die Wohnwagen putzen und sie für die Gäste fertig machen. Ich fahr los. Sarah braucht im Moment jede Minute, um die Wohnwagen bezugsfertig zu machen. Mit Hilfe von einer Putzfrau. $65 soll eine Nacht hier kosten. Ich habe mir vorgestellt, dass wir erstmal alle 3 Wohnwagen putzen und wir dann die Betten machen und die Kleinigkeiten hineinstellen, damit es gemütlich ist. Warum tut sich das einzige Partygirl der Münchner High Society diesen Stress an? Schlagzeilen wie diese scheint Sarah Schätzel hinter sich gelassen zu haben. Sie träumt nicht mehr von der Titelseite und der ganz großen Schauspielkarriere in Hollywood. Sie ist nur noch für ihren Sohn Luis da. Mit 2 Jahren wurde bei ihm eine schwere Form von Autismus diagnostiziert. Das hat Sarah komplett verändert und irgendwie geerdet. Für mich ist er halt perfekt, so wie er ist. Und ich habe ja auch keine Vergleichsmöglichkeit. Ich fange dann an, unterbewusst zu vergleichen und auch ein bisschen traurig zu werden, wenn wir halt zum Beispiel auf dem Spielplatz sind. Und da sind andere Kinder im gleichen Alter. Und die reden mit ihren Eltern in ganzen Sätzen. Oder die können mal ins Restaurant gehen, können wir ja auch nicht. Aber ansonsten, Luis und ich leben in unserer kleinen, abgeschotteten Welt, wo es nur ihn und mich gibt, hervorragend glücklich. Für ihn nimmt sie das alles auf sich, sagt sie. Sie will einen Job, wo sie immer in Luis' Nähe sein kann. Heute passt eine Freundin auf den 4-Jährigen auf und Sarah kümmert sich um ihre Baustellenprobleme. Mir hier extra schön den Duschvorhang heute noch gekauft. Bin ich nicht begeistert jetzt gerade, weil ich glaube, das ist einer mit die Löcher. Ich wollte so einen durchgehenden. Kann ich jetzt einfach das da so durchboppeln und dann brauche ich das nicht? Oder ist das hier so reingemacht? Oh, jetzt fehlen uns die. Ja? Jetzt sagst du es gerade. Oh, wie schaffen Sie das denn, an alles zu denken? Nichts halt einfach.
mache ich halt nicht, denke ich halt nicht an alles. Aber Sarah ist einfallsreich und findet für jedes Problem eine Lösung. Der Duschvorhang wird einfach festgetackert. Ich weiß auch nicht. Das sieht so aus, als müssten wir ihn hier befestigen. Gut so. Die Zeit rinnt ihr durch die Finger. Überall wird noch geputzt und gewerkelt. Eine Arbeit, die für Sarahs Helfer alles andere als einfach ist. Denn alle hier haben eine kriminelle Vergangenheit oder waren drogenabhängig. Durch ein Rehabilitationsprogramm mit einer festen Arbeit und einem festen Gehalt soll ihnen die Rückkehr in ein normales Leben erleichtert werden. Sarah hat ein großes Herz und bemuttert sie geradezu, kocht für sie, hört ihnen zu, fährt sie sogar zu Gerichtsterminen. Doch es gab einen Rückschlag. Brandon, der von Anfang an dabei war, hat gegen Auflagen verstoßen. Er sitzt im Gefängnis. Jeden Tag geht er zum anonymen Alkoholiker-Meeting. Der hat jeden dritten Tag hat er Drogentest. Er hat nicht einen Test versaut. Also er ist wirklich clean, cleaner geht's nicht. Und hat hier gearbeitet wie ein Tier. Und die sperrt ihn ins Gefängnis und er kann nicht mal hier sein an der Eröffnungsfeier. Der heult uns jeden Tag ins Telefon rein. Wir telefonieren ja jeden Tag mit ihm. Wir gehen ihn auch besuchen in 2 Tagen. Aber es ist halt einfach, ich kann da überhaupt nicht mit umgehen, mit dieser Ungerechtigkeit. Die letzten Stunden müssen irgendwie auch ohne Brandon gewuppt werden. Heute zu eröffnen, hat Sarah sich da nicht doch verrechnet. Können wir die Farbtöpfe irgendwo anders unterbringen? Ich weiß, du möchtest, dass sie hier stehen. Shannon und ich stellen sie in den Vorgarten. Heute Morgen sah es hier noch aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Und wir waren mindestens 2 Tage hinterm Zeitplan, nachdem Brandon verhaftet wurde. Und James und ich alleine 18, 20 Stunden am Tag hier waren und das irgendwie gemacht haben. Alle Trailer sind hochglanzpoliert, also wir sind eigentlich schon offen, doch. Kurz darauf kämpfen Sarah und ihre Jungs gegen die anbrechende Dunkelheit. Und dann fällt plötzlich auf, das wichtigste Detail fehlt noch. Wir haben noch keine Hausnummer und uns findet ja keiner. Wir haben die Nummer nicht vorne hängen. Niemand kann uns finden. Sie liegen da drüben. Okay, 2. Ja, wir sind alle sehr aufgeregt. Ich meine, das ist ja für uns jetzt eine Ewigkeit gewesen. Und dann haben wir zwischendurch keinen Strom mehr gehabt und kein Wasser mehr gehabt und mussten einen Trailer ziehen und was weiß ich was alles. So, fertig. Jetzt kann man uns finden. Riesenerleichterung. Die Gäste können kommen. Und da sind sie schon. Seid ihr meine ersten Gäste? Ihr seid unsere ersten Gäste. Wir haben auf euch 38 Tage gewartet. Die Jungs machen Urlaub in Vegas, um den Geburtstag ihres Kumpels zu feiern. Stolz präsentiert Sarah ihr Werk. Ihr habt hier alles, was ihr braucht. Ein Sofa, Ofen, Kühlschrank, Fernsehen, Internet. Habt ihr auch ein Handtuch? Klar, ihr habt hier auch Handtücher. Cooles Konzept. Sowas habe ich noch nie gesehen. Dass sie das jetzt auch so schön fanden und dass die so begeistert waren und dass es viel schöner war, als sie eigentlich erwartet haben und so, fand ich schon gut. Vor knapp 5 Wochen wirkte Sarahs neuer Lebensmittelpunkt wenig gastfreundlich. Mit Herzblut und jeder Menge Fleiß hat sie ihre Wohnwagenpension verwirklicht. Zeit, um Danke zu sagen. Es ist mir eine so große Ehre, für euch da zu sein. Das ist alles, worum es in diesem Haus geht. Ich danke euch so sehr. Nichts von alledem wäre möglich gewesen ohne euch. Thank you, Sarah. Thank you, Sarah. Thank you, Sarah. Thank you, Mom. Oh, I love you guys. Oh my God. Bei diesem Projekt scheinen irgendwie alle Gewinner zu sein. Die Buchungen laufen übrigens sehr gut. Für ihren Sohn hat die Alleinerziehende mit ihrer Wohnwagenpension etwas geschafft, was ihr viele mit ihrem bisherigen Partygirl-Image kaum zugetraut hätten. Ein beeindruckender Wandel und ein Ergebnis, auf das sie zu Recht stolz sein kann. Mit Mama im Gefängnis, unsere Reportage gleich, ist wirklich auch sehr interessant.